Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Mario Götze, hat eine Momentskarte bekommen. 1,76 groß, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Spielt mittlerweile ja bei Frankfurt, hat mit ZM, ZOM und der Stürmerposition gute Alternativpositionen, also variabel einsetzbar. Ich habe ihm einen Hunter gegeben, ich glaube, das ist der Campstyle, der die meisten Leute interessieren wird. Damit geht der Antritt auf 95, das Sprinttempo auf 90, das liest sich schon mal sehr, sehr ordentlich. Stellungsspiel geht auf 95, Abschluss geht auf 93, die Schusskraft auf 89, Weitschüsse sind bei 77, die Volleys gehen auf 99 und die Elfmeter auf 97. Sehr, sehr gute Werte beim Schuss auf jeden Fall. Das schaut sehr, sehr brauchbar aus, außer der Weitschuss vielleicht ist ein bisschen niedriger, aber ansonsten sehr, sehr gute Werte. Beim Passspiel eine Übersicht von 90, 84 Flanken. Der kurze Pass bei 89, der lange bei 85 und 85 Effe. Damit ist die Karte für mich sehr, sehr gut auf ZOM einsetzbar, aber natürlich auch im Sturm. Also das Tempo schaut eigentlich sehr gut aus, sehr brauchbar, sagen wir es mal so. Könnte ein bisschen besser im Sprinttempo sein. Der Schuss schaut gut aus, das Passspiel schaut gut aus. Beim Dribbling 88 Beweglichkeit, 89 Ball aus, 86 Reaktion, 94 Ballkontrolle, 89 Dribbling und 93 Ruhe. Sehr, sehr gute Werte, hat einen Average Body Type. Wird interessant sein mit seinen Mittel-Mittel-Arbeitsraten, die er hat, wie sich das dann in-game verhält. Hat auf jeden Fall auch sehr gute Defensivwerte, kann man mitunter auch als ZM spielen, also als offensiveren Mittelfeldspieler. 72 defensives Bewusstsein, das klingt sehr gut. Der faire Zweikampf halt mit 47 ein kleiner Wermutstropfen, aber ansonsten schaut das gut aus mit 73 Abfangen noch dazu. Kopfball schaut nicht so überragend gut aus. 80 Ausdauer, das könnte ein bisschen höher sein. Also es ist vor allem auf ZOM wahrscheinlich kritisch. 77 Stärke und 68 Aggressivität. Dazu angeschnittener Schuss, Flair, Spielmacher und Dribblingtechniker als Traits. Und wir haben den heute in ein Team eingebaut mit sehr vielen Deutschen, außer auf der Rechtsverteidigerposition. Da habe ich keinen brauchbaren jetzt im Verein gehabt und habe da einfach mal diesen Frimpong hineingestellt. Aber ansonsten ein sehr cooles Team. Da ist mit Thomas Müller und mit Schweinsteiger auf jeden Fall auch jemand aus dieser Weltmeisterschaftsmannschaft von 2014 dabei. Und dann würde ich sagen, wir starten rein und testen den guten Mario Götze. Mach ihn, mach ihn! Er macht ihn nicht. So, es wird schön mit der Beweglichkeit. Hat leider dann zu lange beim Pass gedauert, aber es hat er gut gelöst und jetzt bekommt man wahrscheinlich da gleich wieder ein Tor. Der Stegen. So, Götze ist da weit drüben. Ja, bekommen nicht hin. Jetzt könnte es aber mal klappen. Götze mit dem Hammertor. Sehr nice. Hat zwar jetzt nicht ganz so ausgeschaut wie das WM-Tor, aber sehr geile Bude. Ja, Götze mit dem guten Lauf, sehr guter Lauf. Oh, der war verzogen, der war schlecht geschossen auch mit dem Außenriss. Ja, Müller auf Götze, war aber glaube ich abseits. Sehr geil, super Lauf von Götze. Super Lauf, macht er eiskalt. Naja, das Tempo da gegen Varane, da kommt er nicht ganz, er läuft mit, aber überholt ihn halt nicht. So, Götze, was machen wir? Naja, der Pass auf Müller, schade. Ja, schade, dass der nicht zu ihm kommt. Naja, das, da hat man ein bisschen gemerkt, dass ihm ein bisschen mehr Beweglichkeit gut tun wird. Kommt gut, komm, Götze in der Mitte. Schade. Der war nicht so gut von Werner. Ich befürchte im Abseits. Na, es geht sich aus. Puh, Werner kann den leider nicht verarbeiten. Ah, schöner Lauf von Götze, komm. Macht er. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Bude. Ja, schön aus der Bedrängnis hat der Götze den Ball weitergeleitet. Und bleiben wir da in Virgil hängen. Ja, schade, Götze auf Werner ist leider in jedem Spiel heute so, dass alles ewig lang dauert. Jeder Schuss, jeder Pass. Ja, Götze auf Müller, guter Pass gewesen.
Ja, wie gesagt, ich kann in keinem Spiel, ja, ich gehe auf die PS4, das ist mir einfach zu dumm. Ich kann in keinem Spiel was machen, ich kann keine Pässe direkt weiterspielen, es dauert alles ewig lang. Ich wechsle auf die PS4, wir sehen uns dort wieder. Ja, schöner Lauf von Götze, war aber glaube ich im Abseits. Super Lauf von Götze wieder, super Lauf. Nice, sehr nice, der Lauf war super. Ah, schade, schöner Lauf von Götze. Ja, da war ich im Abseits, aber schade, gute Aktion. War sehr gut anspielbar auch da jetzt gewesen. Dribbling passt auch. Yes, nice. Sehr gut anspielbar, schön aus der Drehung, sehr, sehr nice. Boah, schade, da wäre Götze wieder gut anspielbar gewesen. Der Pass eigentlich nicht schlecht. Schade, gute Beweglichkeit aber. Ah, Götze auf Werner. Boah, schade, super Pass von Götze. Auch wieder das, ein super Pass von Götze. Ah, schade, der war mit dem Außenriss wieder mal. Ja, der Schuss leider abgeblockt, bleibt aggressiv dran. Ein super Pass von Götze, aber den Werner nicht verarbeitet. Das ist. Yes. Sehr, sehr verdient. Yes, geil. Sehr, sehr geil, dass wir den mit Götze nochmal machen. Zum Abschluss. Wir werden auch ins abschließende Fazit gehen. Gut, abschließendes Fazit mit Mario Götze. Hat mir sehr gut gefallen, die Karte eigentlich. Einige Buden haben wir mit ihm gemacht, auch einige sehr schöne Tore, muss ich sagen. Was mir ein bisschen in manchen Situationen aufgefallen ist, ist, dass das Dribbling sich durch seinen Body-Type, glaube ich, jetzt nicht allzu krass anfühlt. Das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das Dribbling ist sehr, sehr gut eigentlich. Aber in manchen Situationen merkt man, dass er ein bisschen mehr brauchen könnte, dass das noch besser wird. Tempo war eigentlich sehr gut. Der Schuss war Hammer. Auch das Passspiel war sehr, sehr gut eigentlich. Da kann man gar nichts sagen. Das hat immer gut geklappt. Bin ein bisschen unschlüssig, ob er auf ZOM oder im Sturm besser war. Ich würde fast sagen, auf ZOM hat er mir besser gefallen wie im Sturm. Also ich habe ihm ungefähr gleichermaßen gespielt auf beiden Positionen und ich finde eigentlich auf ZOM fast besser. Was man gemerkt hat, war die Ausdauer. Ihr habt es vielleicht dann in der einen oder anderen Szene, wenn es in die Pausen gegangen ist, auch gesehen, dass das jetzt nicht die krasseste Ausdauer ist, aber es sollte für 90 Minuten, sage ich mal, reichen. Wenn man einen verlängern muss, dann kann man ihn vielleicht dann auswechseln, aber es war okay, sage ich mal. Vor allem im Sturm ist es sehr okay, auf ZOM schon ein bisschen kritisch, aber wie gesagt, es gibt nicht viel auszusetzen an der Karte. Vielleicht noch so die Workrates. Manchmal hatte ich das Gefühl, ist er sehr abwartend, dann hat er wieder Läufe gemacht, dann musste ich ihn wieder manuell schicken. Also es war irgendwie so Mittel-Mittel eigentlich, kann man gut sagen. Also einmal gut, einmal schlecht oder einmal so, wie man es will, einmal so, wie man es vielleicht nicht will. Aber das ist natürlich Geschmackssache auch. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie die anderen Spieler von den Workrates eingestellt sind. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Thomas Müller hat, der macht permanent Läufe. Also der hat diese Hocharbeitsrate, der macht permanent Läufe und da wechseln sich die beiden halt ab, wenn ich Thomas Müller im Sturm gespielt habe. Aber wie gesagt, alles in allem eine sehr runde Karte. Für den Preis kann man den mitnehmen. Guter Bundesligaspieler. Als Deutscher sowieso auch gut linkbar zu einem Havertz zum Beispiel oder zu einem Gündogan, wenn der vielleicht irgendwann eine Karte bekommt, Rüdiger. Also es gibt da einige Alternativen. Für den Preis, wie gesagt, macht man mit der Karte nichts falsch. Absolute Legende auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, mit dem zu zocken. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Gerne auf den Socials mal vorbeischauen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.